So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal wurde ein Kind nach Gerudo-Stadt gebracht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber hey. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Blind, ungeschnitten. Let's go. Was ich sagen will: Bogblins haben riesige Nasen, die man fast schon als Rüssel bezeichnen könnte. Ihre Ohren sind länglich und das Horn. Hilf mir nicht weiter. Was ist denn das Problem? Er kann klarer denken. Gerudo-Stadt wurde beim Sandsturm heimgesucht. Ah, okay. Sandsturm in Gerudo-Stadt. Das ist ja so gut. Dann gibt es da natürlich der Wüstentempel. Oder Erdtempel oder wie auch immer man ihn da nennen soll. Ich soll ihm eine Monsterskulptur bauen. Ein Bild eines Bogblin. Ich habe Bogblin-Bilder. Ich habe ein Bild. Kommen jetzt endlich meine Fotos zur Geltung, ja? Oho! Genau so ein Bogblin hatte ich gedacht. Damit lässt sich arbeiten. Ja, nimm das Bild. Alles klar. Ja, genau. Ja, wie kriegt man die Skulptur nur auf die Bühne? Wo ist sie denn da? Aber ich verstehe das schon. Ich kriege jetzt hier für jedes Monster. Muss ich das verbinden? Nee, ich einfach nur draufsetzen. Sie ist doch dort. Macht man das jetzt mit jeder Monsterart am Ende? Weil das ist noch sehr leer, das Feld, ne? Ich brauche keine Monster, Noah, wirklich nicht. Monster Essence. Okay. Horrorblin, haben wir. Ja, okay, let's go. Okay, wir ziehen jetzt erstmal alle durch, die wir hier haben. Ich hab doch ein Bild. Hä? Ach nee, ich brauche aktuelle Bilder oder was? Ich kann jetzt nicht. Ernsthaft. Ich kann nicht die nehmen, die ich gespeichert habe.
Das war schon im Breath of the Wild total dämlich. Okay, so kriegen wir jetzt hier das in der Mitte. Also kann ich das jetzt hier irgendwie aufstemmen? Was ist jetzt hier los? Eigentlich will ich kein Haus, aber scheinbar kann man hier auch wieder ein Haus holen. An sich interessiere ich mich nicht für ein Haus. Aber wenn es zusammengehört, let's go. ...1500 habe ich noch nicht. Okay. So, und hier komme ich nicht rein, ne? Aber ich habe es schon mal gesagt, wenn es von innen blockiert, muss ich ja von unten da reinkommen. Weil von außen komme ich nicht. Also, ich kann ja dann nur von unten reinkommen. Da muss da ja eine Höhle sein. Ist hier irgendwas Spannendes? Okay, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt einmal gerade hier außen rum und gucken, ob da irgendwo ein Höhleneingang ist. Weil das die einzige Variante ist, wie ich mir vorstellen kann, dass man in dieses Haus kommt, wenn das von innen zu ist. Also anders geht's ja nicht. Da muss ja irgendwo eine Art Eingang sein. Soweit sieht es hier nicht nach einem Höhleneingang aus, leider. Aber ich wüsste nicht, wie ich dann da hinkommen soll. Ja, hier ist nix. Da ist auf der Seite nirgendwo ein Höhleneingang. Jetzt bin ich fast einmal außen rum. Okay, das ist weird. Ich dachte, ich kann vielleicht von unten rein, aber... Nee. Nee, jetzt bin ich einmal außen rum. Okay, dann habe ich keine Ahnung, wie ich da diese Blockade aufheben kann. Aber vielleicht ist es dann auch nicht so wichtig aktuell. Ja, wichtig kann es eh nicht sein.
Heieiei. Na gut. Na gut, keine Ahnung, wie man da reinkommen soll. Weil von Mathildas Dings aus oben ist ja, also da geht's ja gar nicht runter. Also das ist ja, ach, keine Ahnung. Egal. So gewirkt, als ob. Ich weiß auch nicht. Aber ist Quatsch. Ja gut, ich würde sagen, wir begeben uns noch Richtung Zora. Oh. Ich würde sagen, wir haben ein Problem. Ich glaube nicht, dass ich von hier... Ah, shit. Ich glaube nicht, dass ich von hier aus ins Zora-Gebiet komme. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel das so sich gedacht hat. Aber theoretisch sind ja die Felsen hier dermaßen steil und nass, dass man nicht einfach ins Zora-Gebiet gehen kann von hier aus. Aber wir werden sehen. Machen wir erstmal den Schrein da oben, dann sehen wir weiter. Das wäre auch eine Idee. Okay, das sieht auch wild aus. Hier war eine Fee in Breath of the Wild. Oh, Prinzessin Enzian ist aber auch noch hier. Cool. Und ein Kroggy. Und ein Kroggy. Alter, aber richtig viel Prinzessinnen Enzian. Nice. Also wenn ich den mal brauche, dann weiß ich, wo ich hin muss. Holy moly. Voll gut. So, ich wollte den Schrein auslösen. Schnellsten hoch. Ach komm, wir klettern einfach. Nehmen wir einfach den direkten Weg und gut ist. Ist ja jetzt nicht so hoch. Und zum Glück regnet es nicht. Nee. Ach komm, nein, wir waren doch. Oh, ich war zu greedy. Ach, ich hasse alles. Ah. Warte mal. Habe ich nicht Kletterkleidung? LOL.
Ich hätte eher die Kletterkleidung nutzen sollen. Ich trottel. Wow. Ich absoluter Volltrottel, echt. So. Na komm, machen wir noch ein Erfolgserlebnis. Lösen wir noch einen Schrein ein. Aus. Let's go. Okay. Dieser Schrein band und läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Nur jenem sei dazu, der kein Werkzeug in den Händen trägt. Okay, I see. Nacktes Überleben motorisiert. Doch Stuff. Okay, also man hat einfach nur das Zeug hier. Ja gut, ne? Let's go! Ich will eigentlich ausweichen. Da kommst du jetzt auf. Aber man kommt halt nicht dran vorbei mehr, das ist das Problem. Ah, jetzt. Oh Gott. Was ist hier nur alles los? Nice. Hui. So gut. Treffer versenkt. Oh, sheesh. Ach komm. Nice. Nice. Ich wollte ausweichen. Schade. Okay, das könnte ein interessanter Schrein werden. Hilfe. Ja gut. Aber Pfeil und Bogen ist ganz gut. Pfeil und Bogen tut, was er soll. Nein, jetzt kommt die... Okay. Guck mal, den Text kann man überspringen, die andere Scheiße nicht. Das verstehe ich immer nicht. Aber was soll's. It is, wie it is, ne? Nice.
Ah, der hat ordentlich gesessen. Nice. Ah, ich komme nicht rum. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Der ist der mit dem Feuer. Das ist der mit dem Feuerding. Jetzt habe ich das Feuerding. So. Let's go! Oh shit! Oh shit! Das hat ordentlich gezwiebelt. Oh, hier sind auch solche Dinger. Nee, was ist das? Doch, das sind auch solche Dinger. Oh, der lebt noch. Ciao. Nice. Doch, das sind auch solche Dinger, Tatsache. Oh, das könnte ich ans Auto ranbauen vorne. Was ist das? Das Ding könnte ich ans Auto ranbauen. Wo ist es denn gerade, das Auto da vorne? Na ja. Warte, ich leg das schon mal da hin. Und versuch mal, das Auto zu holen. So nice. Scheiße. Der kommt jetzt her. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist nicht gut. Aber von dem kriege ich auch keinen, oder was? Das ist frech. Nee, die bleiben nicht liegen. Okay, er dreht ab. Er dreht ab, das ist gut. Thank you.
Er steht halt genau bei meinem Auto. Das habe ich echt dumm geparkt. Nice. Perfekt. Sehr geil. Okay, jetzt können wir verknüpfen. Stopp. Stopp, 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 stopp. Okay. Komm ran hier. Schert macht das jetzt. Yo! Vorsichtig. Oh oh. Ich hab's befürchtet. Mann, das Wegrennen ist immer so... Ah. Okay, aber ich habe jetzt hier eine coole Strategie. Die kannte ich ja vorher noch nicht. Aber das Wegrennen ist immer so... Ne, man will dann schnell weg und dann ist die Ausdauer weg und dann war's das. Okay. Ach, scheiße. Nein! Nein! Das ist nicht gut. Du hast mich gerade erledigt, du Drecksding. So, was du kannst, kann ich schon lange. Toll. Oh lol, hier ist ein viel besseres Fahrzeug. Oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen. Das ist ja viel besser. Ich kann rückwärts fahren. Oh mein Gott, das habe ich nicht gecheckt. Ich kann auch einfach rückwärts fahren. Ja, lol. Ich kann rückwärts. Oh mein Gott, man kann mit diesen Dingern vor und rück. Ich dachte, ich kann halt nur links und rechts steuern. Ich kann mit dem Teil alles steuern. Ja, richtig stark. Ha.
Mann. Let's go. Okay, so ist das viel cooler. Bam. Okay, das ist super nice. Joink. Oh, da fehlt nur noch er dahin. Okay, das war sau cool. Es ist Zeit, erneut gestattet Werkzeug zu verwenden. Ja, vielen Dank auch. Aber heißt es jetzt, der ganze Loot ist weg? Heißt es jetzt, der ganze Loot ist weg? Ich kann nicht mal die Objekte einsammeln? Oh, das ist schade. Oh lol. Hä, wie wäre ich denn da reingekommen? Ach was. Hier wäre ein fertiges gebaut gewesen. Ah, auch interessant. Okay, lol, hier wäre noch. Okay, hier hätte man noch viel krassere Sachen haben können. Yo, mit Flammen wäre. Ja, genau. Yo! Okay, das wäre ja ultra krass gewesen. Naja, egal. Witzig, was man alles hätte machen können. Habe ich zu spät gesehen. Habe ich zu spät gesehen. Schade. Schade, aber egal. Kurzer Zauberstab. Ist hier mehr als eine Truhe? Nein. Okay, das war ein witziger Schrein. Das war ein sehr witziger Schrein. So, die Frage bleibt aber, kommen wir von hier aus zu den Gerudo, Zora oder nicht? Ich habe so ein bisschen Bedenken, was die Höhe dieser Wand angeht. In Breath of the Wild bin ich da nur hochgekommen, weil ich Wasserfälle hochklettern konnte. Und das ging nur mit der Zora-Rüstung. Oh, ja. Wie gesagt, also ich habe da ein bisschen Bedenken. Ich glaube, ich muss mich von der anderen Seite auch wieder nähern. Ich fürchte, ich komme da jetzt nicht hoch. Ach, da wurde wieder gekämpft.
können sie mal versuchen einzumischen und was Schönes zum Essen abstauben. Ist da hinten ein Leune? Ist da hinten ein freaking Leune? Oh. Ich glaube, wir kamen zu spät. Ja, das tut mir jetzt leid. Da kann man wohl nichts mehr machen. Aber habe ich das richtig gesehen? Es gibt halt echt auch... Nee. Och, nee. Ah, toll, Maximum erreicht. So, jetzt habe ich das Problem. Dass ich nicht weiß, was ich löschen soll und was nicht. Also, das brauchen wir auf jeden Fall noch. So. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch das mit dem Leunen sicherlich für später, wenn der auch mal eine Leune gebaut haben will. Also behalten wir das auch mal. Das kann definitiv, denke ich mal, weg. Das haben wir gerade genutzt. Ich lasse es mal. Ja, so ein Schleim, ob der so ein Schleim irgendwann mal sehen will, ich weiß es nicht. Wir lassen mal lieber den Schleim. Das haben wir eigentlich genutzt, ne? Das könnte eigentlich weg. Die Tafel haben wir, glaube ich, gesehen. Ich lasse trotzdem mal lieber. Ob er so ein Viech sehen will, ich weiß es nicht. Ja, den lassen wir definitiv. Wir haben schon einen Schleim. Wir brauchen einen Goronen, der... Wir haben schon einen Moblin. Ah, shit. Das war ein anderes Monsterviech, aber egal. Zu spät. Ja, wir lassen die Schleime mal Schleime sein. Die lassen wir auch mal. Haben wir schon. Ja, Alter. Den lasse ich auch mal. Den lasse ich auch mal. Das lassen wir definitiv. Lull. Ich habe keine Ahnung, was ich da fotografiert habe. Ich lasse es mal. Ah, das war's. Okay. Alter, ist einfach ein Leune hier. Schwert bekloppt. Vor allem, das Witzige ist ja, ich hatte bisher echt noch nichts mit einem Leunen hier zu tun gehabt. Und dachte so, vielleicht, hey, die gibt's vielleicht auch nicht mehr.
Und dann lese ich im letzten oder im vorletzten Part erstmal, dass es Leunen gibt. Und jetzt sehe ich einen. Hätte auch andersrum sein. Ach, du willst zu deinem Freund. Wo ist er denn? Bitte was? Bitte was? Das ist... Ja, im Prinzip einmal da außen rum. Oh, muss jetzt echt nett sein. Der Baum ist fake. Mir scheint da oben, das hat irgendwas mit dem Zora-Gebiet zu tun. Da passiert irgendwas ganz Ungünstiges. Guck mal, was da für komische, zähflüssiges Zeug runterkommt. Ja. Das da oben könnte der nächste Tempel sein. Da kommt irgendwas ganz Komisches runter. Das sieht nicht so aus wie hier. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Das ist irgendwas Ekelhaftes. Oh mein Gott, ich will gar nicht... Ich will gar nicht wissen, wie das Zora-Gebiet aussieht. Wahrscheinlich alles verschlammt. Bäh. Oje, oje, oje. Aber guck mal, ich könnte sogar hochkommen mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück könnte ich sogar hochkommen. Es regnet nicht mal. Und ich kann hier ein bisschen Anlauf nehmen, sozusagen. Und schauen wir jetzt mal vorsichtig. Ohne zu springen, wie hoch ich komme. Wir haben ja noch den schnellen Kletterdings auch drin. Ah, sieht schwierig aus. Kann ich mich irgendwo zwischen... Okay, aber wir haben ja auch Ausdauerkram. Aber nicht viel. Gar nicht viel. Aber das hat jetzt am meisten aufgefüllt. Damit komme ich hier hoch. Ohne Springen, wie gesagt. Ne? Ganz wichtig. Das sollte jetzt reichen. Das sollte jetzt reichen. Ja, es reicht noch nicht ganz. Nee, es reicht noch nicht ganz. Okay. Ja, komm. Gehen wir auf Nummer sicher. Und wir sind oben angekommen. Unfassbar. Das heißt, wir können von hier tatsächlich zu den Zora. Crazy.
Oh, ich ahne, was die Fähigkeit sein wird. Die Fähigkeit wird sein, mit solchen Wasserfällen wahrscheinlich dann zu interagieren und hochzukommen. Das würde voll Sinn ergeben, wenn ich das endlich mal könnte. Das würde voll Sinn ergeben, wenn ich das... Ja, da ist schon der Schleim. Ist das ekelhaftes Miasma oder was macht es? Oder ist es einfach nur Schleim? Okay, es ist einfach nur Schleim. Es macht energietechnisch nichts. Aber es ist halt super ekelhaft. Und klar, wenn das im Wasser landet, dann... Na, es ist Feierabend. Ja, aber da müssen wir definitiv hoch, weil das kommt von dem Zeug runter. Oh, hier ist ja sogar... Die haben voll ausgebaut. Lol. Kommt einfach so ein Ding runter. Aber die haben voll ausgebaut. Hier ist ja richtig was los. Ich dachte so, die sind in ihrem Dorf unten oder so irgendwo. Irgendwo da ist ja denn ihr Dorf, ne? Aber die haben voll ausgebaut. Die sind hier oben. Ich bin voll richtig direkt. Aber mehr als für mich, mir macht das nichts aus, ne? Es ist einfach Schleim. Ekelhaft, aber es ist einfach Schleim. Hallo. Schön, dich zu sehen, Link. Ich heiße dich willkommen. Bist du auf der Suche nach Prinz Sidon? Nun. Hier ist er. Oh, perfekt. Direkt gefunden. Direkt gefunden. Wir sind voll richtig. Yo. Wenn er wüsste, dass du hier bist, wäre Prinz Sidon außer sich vor Freude. Also, geh doch bitte zu ihm. Das machen wir. Oh, lang nicht mehr gesehen, mein Kollege. Lang nicht mehr gesehen. Schön. Haben wir heute noch einen Story-Fortschritt bekommen. Oh. Bist das wirklich du? Ich freue mich so sehr, Link! Na, erzähl mal, was hier los ist. Ach, Link, wie lange ist das schon her? Es hieß, du seist spurlos verschwunden. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Sag schon, was ist passiert? So ist das also. Unter Schloss Hyrule hat sich etwas Unglaubliches zugetragen. Und später bist du auf einer Insel erwacht, die wie durch Zauberkraft am Himmel schwebte. Ah, es geschehen also überall schreckliche Dinge. Da fällt mir etwas ein, Link. Warst du schon im Dorf der Zoras? Nun, ich habe die Leitung des Dorfes nämlich einer jungen Frau namens Yona übergeben. Angesichts des Schlamms bin ich etwas in Sorge, ob es ihr auch gut geht. Okay, ich soll die aufsuchen. Okay. Also muss ich als erstes zu Yona, ja? Okay. Gut. Dann ist es aber voll gut, dass wir hier gestartet sind, ne? Das hätte jetzt... Oh, das hätte auch ganz anders laufen können. Oh, der ist direkt... Oh, okay, den kann ich, glaube ich, noch nicht auslösen. Ja, den kann ich safe noch nicht auslösen. Ja, okay, alles klar. Hätte mich jetzt auch gewundert. Okay, aber die haben den Weg hier komplett ausgebaut. Hier oben war mal ein Leune. Der ist dann zum Glück natürlich nicht mehr da. Was ist das jetzt hier? Irgendein Kristallding. Ach, eine Statue.
Und von hier komme ich zum Dorf. Nee, das hier ist der See, in dem Varuta gewesen ist, ne? Wo ist denn das Dorf? Ach, da unten. Okay, gehen wir zum Dorf. Da sehe ich doch schon den nächsten Schrein. Da kann ich den zumindest auslösen. Das wäre sehr hilfreich. Ja, aber in das Wasser gehe ich lieber nicht rein. Das sieht nicht sehr gesund aus. Oh dang, da ist ein Hinox. Okay, ich kann hier gar nichts mitnehmen. Dann gehen wir einfach wieder. Ich wollte jetzt nicht mit dir spielen, Kollege. So, da unten ist der Schrein. Kann ich den auslösen oder ist der auch verschleimt? Nein. Den kann ich auslösen. Sehr schön. Machen wir noch den Schrein und dann hören wir auf. Mit allem. Das war jetzt eine sehr lange Aufnahmesession auch wieder für mich. Wasserkraft, natürlich. Was auch sonst im Gebiet der Zoras, was auch sonst. Okay, was bist du denn? Man weiß es nicht, was du bist. Ich stell dich mal da drauf. Scheinbar musst du da hin. Aber du kannst dich auch nicht eingeladen. Also du kannst auch nicht. Okay. Ah, okay, warte mal. Ich glaube, ich muss es mit Wasser füllen. Kann ich das mit Wasser? Ich kann es nicht mit Wasser füllen. Aber ich sehe erstmal eine Truhe. Stabil. Na, toll. Das war aber auch noch nicht die einzige Truhe. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Ding machen kann und soll und könnte. Aber ich kann das Ding hier drehen. Ah. Und jetzt kann ich das da drauf stellen. Ist das eine Batterie? Lädt das jetzt vielleicht sich auf? Ah, jetzt ist das aufgeladen, okay. Das heißt, jetzt kann ich das da drüben hinsetzen, dass es Strom weiterleitet. Hüpf.
wollte nicht in das Elektrowasser. Und jetzt aber hier offen. Kann ich da jetzt rein oder kriege ich da einen Stromschlag? Ah ne, ich kann das sogar durch. Okay. Ja, cool. Okay. Haben wir jetzt alle Truhen? Yes. Sehr schön. Und dann war das hier nur Bonus-Content. Oh, und ich hab's leer gemacht. Dann muss ich es erst wieder aufladen. Ah, ich verstehe. Eigentlich. Ich wollte sagen, eigentlich hätte man das wahrscheinlich irgendwie so machen sollen. Dass er sich immer wieder dreht, weißt du? Hä? Ach, der hängt jetzt da dran. Ach, der hängt jetzt da dran. Das habe ich dumm gebaut. Na ja, komm, ich brauch's ja nicht. Wozu rumprobieren, wenn ich's eh nicht brauche, ne? Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Wait, ich muss das von unten machen. Es hat gereicht. Ich hatte schon Angst. Es reicht die Energie nicht. Ich hatte schon Angst, die Energie reicht nicht. Okay, sehr schön. Komm, wir suchen noch Jona. Oder wie sie hieß. Aber kann ja eigentlich nur im Thronsaal sein. Schildschlittern auf Schienen. Okay, das klingt super interessant. Das müssen wir ausprobieren, sobald wir die Gelegenheit dazu haben. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich jetzt eigentlich hier hoch? Ich habe ja keine Leiter. Schwierige Momente. Ich habe eine Leiter. Okay. Let's go. Bist du Juno? Itomi. Alle Opfer sind behandelt, aber haben wir alle unsere Wasserfrüchte. Okay, Wasserfrüchte brauche habe ich natürlich einige. Statue saubern könnten.
Bist du Juno? Du hast keinen Namen. Mann. Ja, kriege ich hin. Vielleicht. Schlamm fortspülen. Ich hätte eine Idee. Wenn ich das richtige Objekt hier finde, hätte ich eine Idee. Ansonsten... Ach nee, ich bin ja dumm. Ich habe eine komplett andere Idee. Wo ist die Wasserfrucht? Da. Kann ich die einfach da drauf werfen? Das war ja einfacher als gedacht. Der Schlamm. Du warst es, der die Statue vom Schlamm befreit hat, nicht wahr? Diese Statue ist für das Dorf der Zoras das Symbol einer neuen Hoffnung. Danke, dass du bei seiner Säuberung so fleißig mitgeholfen hast. Diese Statue, musst du wissen, sie stellt zwei heldenhafte Seelen dar, die das Dorf einst aus höchster Not retteten. Ganz rechts Sidon, Prinz der Zoras, und Ritter Link, den unbeugsamen indianischen Schwertkämpfer. Ja, er steht vor dir, aber ist okay. Ja, die Augen ähneln. Hylianer bist du ebenfalls. Ein Schwertkämpfer. Nein, unmöglich, völlig ausgeschlossen. Bist du etwa? Du bist tatsächlich der Link. Vergiss nicht deine Manieren, Hitumi. Oh, Verzeihung, wollte nichts über dich herfallen. Ja, bitte verzeih. Warum wird ihr Name nicht angezeigt? Wird sie noch besonders vorgestellt? Prinz Sidons Verlobte. Ja, okay, sie wird besonders vorgestellt. Ja, es ist Yona. Alles klar. Sehr schön. Zora Prinzessin aus der Ferne. Ja. Das ganze Dorf steht offen, da kommt mir eine Idee. Du sollst mit Prinz Sidon sprechen. Ja. Wir haben jetzt uns ja hier gekümmert, jetzt können wir zu Sidon zurück, ne? Ja, wir waren an Mifas Stätte. Ich gehe zu Sidon. Ja. Sie muss gehen, okay. Ins Krankenbad auf der Ebene über uns. Okay. Kriegen wir hin. Aber hat sie jetzt gesagt, nachdem ich... sie hat gesagt, nachdem ich mit ihm gequatscht habe, ne? Aber jetzt habe ich halt trotzdem das Problem... Hier war übrigens damals ein anderer Schrein. Da ist jetzt gar nichts mehr. Außer ein bisschen Spurtlotus. Aber, also jetzt... Wenn ich jetzt schon zu ihr gehe, ist zu bald, ne? Ich probiere es trotzdem kurz aus. Wenn sie was hat, was sie für mich tun kann, kann sie das doch auch jetzt machen, egal ob ich mit ihm gequatscht habe oder nicht. Oh. Ist das das Krankenbad? Ja. Dieser Schlamm sitzt so fest. Wenn es dem Patienten noch nur wieder besser gehen würde. Oh. Werte Yona, Link möchte mit euch sprechen. Ah.
Oh, Link, da bist du ja. Ich hatte ja angedacht, dass ich vielleicht noch etwas für dich tun kann. Zora-Rüstung, die ich im Dorf zur Reparatur abgegeben habe? Ja, natürlich habe ich das, oh, ganz klar. Okay. Ich hab welche. Ich hab welche. Jo, ich kann wieder Wasserfälle schwimmen. Ja, ich hab welche. Perfektiko. Oh mein Gott. Ja, ich hab einen. Hier, bitteschön. Oh, wir können wieder Wasserfälle hochschwimmen. Let's go. Oh mein Gott, let's go. Es ist so gut, dass ich nicht sofort zu Sidon bin. Das hätte ja ewig gedauert, da hochzukommen. Jetzt, oh mein Gott, yes. Oh mein Gott, yes. Ist das gut? Ja, das ist klar. Das hatte ich auch nicht vor. Oh, ist das gut. Oh, das ist ja fantastisch. Let's go. Ich hätte ja mit viel gerechnet, aber damit nicht. Okay, da kann ich hochschwimmen. Let's flipping go. Yes. Ah, es ist so gut wie eh und je. Es ist so gut wie eh und je. Also an dem Gebiet hat sich tatsächlich bisher gar nicht viel verändert, ne? Das ist sehr identisch. Aber da kennt man sich immerhin dann aus. Hallo? Ich will doch da hochschwimmen. Hallo? Kann ich hier nicht hochschwimmen? Nice. Geht doch. Und gleich noch ein weiter. Sehr gut. Und noch ein weiter. Das sind ja 3 Millionen Wasserfälle, die man hier hochschwimmt. Hopp. Nice. Sind wir jetzt oben? Jetzt sind wir wieder oben. Okay, so, wo ist jetzt Sidon gewesen? Da gehen wir noch schnell hin, dann hören wir auf. Ah, wir gehen noch eins höher hier. Ah, hier ist der Schlag. Wait a moment. Ich habe ja gelernt, wie ich das kaputt mache, ne? Dann muss es doch hier genauso funktionieren. Oh, super easy. Okay, machen wir noch schnell den Schrein hier. In der Schwebe. Okay.
Mit den Dingern kann man nicht interagieren, ne? Nee, okay. Aber okay, jetzt verstehe ich, wie die funktionieren. Jetzt verstehe ich, wie die funktionieren. Sehr interessant, okay. Aber das heißt, mit solchen Dingern kommt man im Prinzip ja überall hin dann fast. Weil die kannst du ja eigentlich dann überall setzen, wie du sie möchtest. Huch. Überall setzen, wie du sie brauchst, wollte ich sagen. Ah, okay, ich verstehe schon. Und wenn ich das mit denen verknüpfe, dann ist das Ding selber jetzt was, was schwebt. Also sofern ich es natürlich auch einschalte. Sonst natürlich nicht. Sehr interessant. Was ist da oben? Nisch. Okay. Wow, das war knapp. Säbelt sie irgendwie da runter. Aber hat ja alles funktioniert. Soweit. So, also langsam müsste eine Truhe auftauchen mal. Ne? Da oben. Da oben ist meine Truhe. Eis, bist du auch die einzige Truhe? Yes. Okay, na dann haben wir es doch. Dann muss jetzt nur noch die Kugel darüber. Ich weiß zwar noch gar nicht, wo eine Kugel ist, aber irgendeine Kugel muss darüber. Ach, hier, was ist das hier für ein Knopf dann? Oh. Ja gut.
Ja, aber so geht's doch auch schon. Ich brauche die ganze Mechanik überhaupt nicht, weil ich so halt jetzt gemacht habe. Auch wild. Okay. Gut. Hauptsache geschafft. Aber der gedachte Weg wäre jetzt auch nicht großartig anders gewesen. Also man hätte halt die Kugel auf das Ding draufgesetzt, dann hätte man es rüber gestoßen und dann hätte man sich gefreut. Okay, coole Mechanik. Interessante Platten auf jeden Fall. Sehr interessante Platten. Quatsch, wir noch mit Zidol und dann hören wir auf. Weil ich würde gerne noch wissen, was seine Fähigkeit ist. Vielleicht kriegen wir das jetzt ja gezeigt. Das wäre super cool. Was wir mit Zidol machen können dann als Geist. Hm. Oh, du bist Link. Warst du im Dorf der Zoras? Huch, ich verliere gerade mein Headset. Aber das ist an sich jetzt ein gutes Timing, weil wir hören hier gleich auf. Moment, ich muss noch mal kurz reinstöpseln. Jetzt hält's nimmer. Ach komm, geh halt noch mal rein. So, okay. Wir haben's gleich. Halt noch 2 Minuten aus oder so. Hey! Ich verstehe, es hat das Dorf immer noch mit dem Schlamm zu kämpfen. Dennoch bin ich erleichtert, dass es Jona und den Dorfbewohnern den Umständen entsprechend gut geht. Ich danke dir für deinen Bericht, Link. Oh. Ach ja, da dies nun geklärt ist, möchte ich dir etwas fragen, das mich seit unserem letzten Treffen beschäftigt. Du sagtest, dass du auf deine Himmelsinsel aufgewacht bist, Link. Hm. Der Himmel. Ob dort die Wurzel alles Übels zu finden ist oder vielleicht die Lösung für all unsere Probleme? Hm. Ich hatte mich ohnehin gefragt, inwiefern die schwimmenden Inseln mit den herabfallenden Schlamm zusammenhängen. Daher trug ich einem Zora-Gelehrten auf, unsere alten Schriften und Dokumente durchzugehen. Er soll alles herausschöpfen, was mit dem Himmel und den seltsamen Ruinen in Verbindung stehen könnte. Ich selbst kann leider nicht hier fort, da ich den Schlamm bekämpfen muss, der diesen Ort besudelt. Hm. Du musst wissen, hier entspringt das Wasser, das unser Dorf am Leben hält. Und ich setze meine Kraft ein, die Macht über das Wasser, um den Schlamm vom Wasser zu trennen und es zu läutern. Sollte ich auch nur einen Augenblick lang von hier weichen, wird unser Dorf von den Schlammmassen erstickt werden. Daher bin ich derzeit Gefangener dieses Ortes, mir sind die Flossen gebunden. Hm. Doch eine Sache noch, Link. Man nimmt an, dass Prinzessin Zeldas Verbleib mit den Ruinen und den Inseln am Himmel in Verbindung stehen könnte. Hm. Am besten sprichst du selbst mit unserem Gelehrten, es handelt sich um den alten Yato. Er soll am Totosee seinen Studien nachgehen, nordwestlich von hier. See findet und dann... Hm. Ach, ich muss das noch mit dem quatschen, schade. Okay, dann können wir noch nicht Sidons Mähfähigkeit sehen. Okay, also er schickt mich zu den nächsten Leuten. Und ja, irgendwie kann er dann mit Wasser was trennen. Schlamm und Wasser trennen. Keine Ahnung. Aber das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Wir sind im dritten Gebiet.